Hallo, willkommen auf meinem Kanal Falter Vanlife. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute seht ihr die nächste Episode von meiner Südeuropa-Reise über Wintern in Südeuropa. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. So, goodbye Grado. Jetzt geht's zurück über den Damm. Aufs, naja, ich sag mal Festland. So richtige Insel ist das ja nicht. So, jetzt habe ich gerade getankt hier in Italien. Ging leider nur auf Karte. Die haben irgendwie ein ganz komisches System hier. Die haben irgendwie Self-Service, aber das geht nur mit Automaten oder mit Bedienung, dann ist das aber gleich ja, 1,89 Self-Service und 1,12 ist 2,12 ist mit Bedienung und dann kann man wahrscheinlich dann auch bar bezahlen. Ich hätte gerne bar bezahlt, aber gut. Und ich habe nur 98 Euro tanken können und dann hat er Schluss gemacht. Weiß auch nicht warum, aber okay. Ist halt so. Komme ich auf jeden Fall schon mal ein Stück weiter. So, für heute angekommen in Lignano, ungefähr 25 Kilometer Luftlinie von Grado entfernt. Der Weg über Land war natürlich viel weiter. Hier gibt es einen riesengroßen Platz. Soweit ich das verstanden habe, ist das ein Parkplatz eines ehemaligen Freizeitgeländes. Und da kann man, steht zwar am Anfang, steht nichts von Campern, aber hier gibt es eine Fern- und Entsorgungsstelle für Camper und mich nervt gerade eine Fliege. Also die Fliegen sind dieses Jahr, habe ich das Gefühl, oder hier besonders sehr anhänglich. Also die setzen sich überall hin, sind zu Hauf vorhanden und nerven einfach nur. Ja, so stehe ich jetzt hier. Hier sind ganz, ganz viele Parkplätze. Da hinten in der Ferne unter dem großen Schild sind ganz viele E-Scooter. Ich weiß nicht, ob man die hier, warum man die hier abgestellt hat. Also die Fliegen nerven wirklich. Hier ist eine große Grünfläche gegenüber. Ich glaube, da hinten die Container sind Toiletten. Da kann man sich auch hinstellen, das ist aber so ein bisschen Schotter, so ein weißer Schotter. Den hat man ja überall. Deswegen ist es unpraktisch. Steht nur ein anderer Camper noch neben mir. Also nicht neben mir, mir gegenüber. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt, Tschechei oder sowas. Und da drüben ist dann die Straße. Also vorne am Anfang sollte man sich nicht hinstellen. Und hier nicht weit, 5 Minuten mit dem Auto ist ein Lidl. Ein großer, ja. So, ich bin jetzt nochmal umgezogen heute Abend
Und zwar hinten, wo die, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sehen kann, im Moment 3 oder 4 Camper stehen. Das war ja so ziemlich auf dem Präsentierteller auf dem Parkplatz. Aber hier am Ende von dem Parkplatz ist so eine Baumreihe. Ich glaube, das sind Pappeln. Und da ist wie so ein kleines Wäldchen, aber mit viel Freifläche. Und da stehe ich jetzt. Gar kein Verbotenschild. Da war so ein Zufahrtsweg über so ein Schotter. Und da hinten stehen so abgestellte Bauwagen und sowas. Aber hier sind auch irgendwie weniger Fliegen. Wahrscheinlich sind hier viel mehr Vögel in den Bäumen und deswegen sind hier so weniger Fliegen. Sie nerven zwar immer noch, aber ist auch deutlich weniger als auf dem Parkplatz. So, jetzt geht's hier weiter von Legnano. Heißt noch irgendwie weiter. Ich vergesse immer, was dahinter kommt. Erstmal nach Legnano rein zu einem Eliad-Shop. Das ist die Firma, von der ich eine italienische Internetkarte gekauft habe. Aber die funktioniert nicht. Die Registrierung hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe das gestern Abend versucht, eine Registrierung zu machen, vor der Rückseite Personalausweis. Und dann ein Video, in dem ich einen bestimmten Satz sage auf Italienisch. Und die Übertragung des Videos hat, nach 2 Stunden habe ich das abgebrochen, da lief es immer noch. Und da will ich jetzt mal zu einem Iliad Shop, der ist hier 2 Kilometer weg, fahren und dann das da mal klären. Also der Laden, der auf der Map angegeben war bei Iliad, den gibt es da nicht mehr. Jetzt habe ich das nochmal 3 oder 4 Mal versucht, mich online zu registrieren. Also beide Seiten Personalausweis hochladen, ein Video, in dem ich sage, dass ich Thomas 500 Metern links Richtung Via Giusu Cardo bin und Iliad wähle, das auf Italienisch. Hat alles nicht funktioniert. Ich habe zwar beides mal einen grünen Haken gehabt und kriege dann aber wieder eine E-Mail von Iliad. Ja, das hätte nicht funktioniert und sie würde mir helfen und ich könnte das nochmal versuchen unter der und der Adresse oder in einem Shop das machen. Links Richtung Via Giusu e Carducci abbiegen. Jetzt habe ich mir einen Shop ausgesucht, da fahre ich jetzt hin und dann probiere ich das da. Ja, kurzer Bericht zu dem Problem mit der SIM-Karte. Ich war jetzt eben in Noventa di Piave, heißt der Ort, glaube ich, bei einem auch einen freien Mobilfunkshop, der auch viele Marken hat. Und der hat dann mit Ilya telefoniert und hat mir dann bestätigt, diese Karte, die der mir in Grado verkauft hat, die gibt es nicht für Touristen. Man muss also eine, kommt gerade ein Krankenwagen vorbei, man muss also eine italienische Adresse und eine italienische Steuernummer haben. Dann kann man die kaufen. Also konnte ich die 30 Euro, die ich jetzt da bezahlt habe, in den Wind schreiben, kann ich nicht gebrauchen. Und er hat mir jetzt eine Vodafone-Karte verkauft, für 60 Euro 500 GB für 3 Monate. Kann ich auch verlängern, wenn ich will. Und das ist ja dann super. 60 Euro, 3 Monate sind 20 Euro für mehr als 150 GB im Monat. Das ist doch, lässt sich doch sehen. Das ist doch prima. Ja, und die habe ich jetzt drin in dem Router und es funktioniert. Super! Ja, ist halt Vodafone. Aber ich bin ja da auch ein bisschen voreingenommen, ich komme ja von dem Verein.
So, jetzt bin ich hier in Jesolo angekommen und stehe auf einem riesengroßen Parkplatz an der Straße. Aber das ist ein riesen Wiesenplatz. Der ist nicht bewacht natürlich und kostet auch nichts. Mann, die Fliegen sind nervig. Und ja, und zeige ich euch jetzt mal ein bisschen. So stehe ich jetzt hier. Da hinten ist ein Firmengebäude mit einem eigenen Parkplatz. Aber dieser ganze große Platz hier, diese ganze Wiese, zum Teil sehr hoch und zum Teil niedriges Gras, ist alles Parkplatz. Stand auch vorne an der Einfahrt. Unbewachter Parkplatz, kann man parken. Und ich drehe mich jetzt nochmal weiter, bis ich wieder beim Auto bin. Und ja, und so stehe ich jetzt hier. In der Nähe von dem Firmengebäude, völlig frei. Natürlich kein bisschen Schatten, aber mein Camper mein Camper bietet ja Schatten für Tommy. Aber hier sind wieder viele Fliegen, merke ich gerade. Ist also auch nicht so angenehm. Ja, Tommy ist geschafft. Wir sind eben spazieren gegangen, gestern Abend auch schon mal, haben ganz viele von diesen blöden Samen eingefangen. Das sind so kleine, stachelige, so 2-3 mm große Kügelchen mit ganz viel Stacheln dran, die auch ziemlich pieken. Und die hatte der alle eingesammelt. Jetzt, das sind die nur die von heute Morgen. Gestern Abend hatte ich auch schon mal so viel. Und die kriegst du nicht raus. Die kriegst du kaum rausgebürstet. Die muss man alle einzeln rauspieken. Also indem man die so komisch rausdreht. Habe ich festgestellt, das geht. Aber fürchterlich. Und die sind alle in so, ja, ich denke mal höheren Gräsern versteckt. Ich weiß nicht, was das ist für Dinger, aber die sind ziemlich nervig und die pieken natürlich und der bleibt dann auch immer mitten auf der Strecke liegen und versucht die selber an den Pfoten rauszuziehen. Ja, aber jetzt haben wir sie, glaube ich, alle weg, soweit ich das gesehen habe. Tommy, hast du da noch welche? Ja, soll ich da gleich nochmal nachgucken? Okay, wir gehen jetzt nicht mehr raus hier auf dem Platz, freien Platz, wo wir stehen, mitten auf der Wiese, sondern fahren gleich erstmal auf einen anderen Parkplatz und da ist keine hohen Gräser. So, jetzt geht's hier los von Jesolo Richtung Treviso. Da gibt's zwei kostenlose Stellplätze und ich schaue mir den einen jetzt mal an und dann schauen wir mal, ob wir da bleiben, weil am Samstag will ich mich in Vicenza mit jemandem treffen, den ihr bestimmt auch alle kennt oder die meisten von euch. Aber lasst euch überraschen. Hauptsache, wir sind jetzt hier erstmal weg von dem Feld und den Wegen, wo diese vielen, vielen kleinen, blöden, piekigen Samen sind, die der Tommy überall hängen hatte und die wir vorhin mühevoll alles rausgeklaubt haben und ihn davon befreit haben. Ja, und hier gehen wir jetzt nicht mehr raus. Auch wenn Tommy das gerne möchte vielleicht, aber nee. Jetzt geht's los. So, ich bin jetzt hier heute in Treviso angekommen. Da hatte ich mir erst die beiden kostenlosen Stellplätze angeguckt, die es hier gibt. Auf dem ersten hatte ich auch kurz angehalten, mich hingestellt, aber der Platz war nicht so toll. Ja, kann ich schlecht beschreiben. Ich hatte die Atmosphäre da nicht so gut. Waren wir auch mitten in der Stadt. Und dann bin ich zu dem anderen Platz gefahren. Zu dem anderen Stellplatz, kostenlosen in Treviso. Und der war total zugestellt mit Schaustellerfahrzeugen. Also da ist irgendwo in der Nähe wohl eine Kirmes oder ist eine Überwinterung für Schausteller. Keine Ahnung, auf jeden Fall ließ sich da nicht irgendwo
hinstellen, aber man konnte schon gar nicht drauf fahren. Da war alles zugestellt. Und jetzt habe ich mir in der Nähe noch ungefähr ein paar Kilometer weiter einen Parkplatz angeguckt und hier ist überhaupt nichts los. Der ist auch so ganz schön, da hinten ist eine Straße, aber ich zeige euch mal kurz ein bisschen was davon. So stehe ich jetzt hier, nicht ganz am Ende von dieser Reihe, weil neben mir ist direkt ein kleiner Baum und wenn man auf die andere Seite will, dann sind da schon die anderen Bäume, die aber sehr, sehr tief hängen mit den Ästen, da kann ich mich nicht hinstellen. Hier ist auch sonst nichts los. Da steht nur ein anderer Camper und hier drüben ist so, ja, wie so ein kleines Wäldchen. Ich weiß nicht, ob man da reinlaufen kann. Ja, mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sagen. Rasengittersteine und leider wieder Müll. Jede Menge Müll. Aber, naja, das ist hier wohl nicht zu vermeiden in Südeuropa. So, ja, jetzt muss ich wieder weiterfahren, weil mein Ladebooster funktioniert nicht. Und gut, ich meine, ich habe noch 92 Amperestunden, also so viel wie andere Leute mit einer 1 AGM Batterie haben. Aber trotzdem, heute wird es wohl nicht so sonnig, also kommt da nicht viel zu. Und da ich noch einiges an Strom brauchen werde heute, ja, habe ich mir jetzt einen Platz ausgesucht, an dem es Strom gibt. Also ein kostenpflichtiger Stellplatz auf dem Weg nach Vicenza, das ich ja als nächstes Ziel morgen anstrebe, wo ich auch jemanden treffen werde. Und dann werde ich bis morgen werde ich dann Strom haben. Werden wir aufladen und dann gucken. Naja, gut. Ich habe gestern auch mal rumgebastelt und geguckt, aber der Ladebooster ist so blöd verbaut, dass man den auch nicht rausnehmen kann und gucken kann, ob da eine eigene Sicherung drin ist, wo ich da dran komme. Also die haben den irgendwie verschraubt, den Ladebooster. Und haben vorher aber den Fahrersitz abgenommen und haben den da drunter dann verschraubt. Und da komme ich dann ohne den Fahrersitz abzunehmen nicht dran. Und ja, muss ich mal gucken. Vielleicht kann mir derjenige helfen, den ich da treffe in Vicenza. Und mal sehen. Ja, vielleicht sollte man nicht quatschen, während man nach Navi fährt. Weil ich habe mich gerade verfahren, habe nicht auf das Navi geachtet und bin eine Ausfahrt im Kreise zu spät abgefahren. Aber naja, gut. So, jetzt muss ich aufpassen. Hier muss ich abbiegen. Ja, jetzt, wo ich auf dem Weg zum Stellplatz mit dem Strom bin, gucke ich gerade in die App. Jetzt funktioniert der Ladebooster wieder und lädt mit im Moment 35 Ampere. Also ist verrückt. Wirklich verrückt. Naja, gut, ich fahre trotzdem dahin und hänge mich da an den Strom. Dann mache ich den einmal richtig voll wieder. Und der kleine Active Powerbank ist ja auch nur noch auf 20% und die kann ich gleich mitladen. Und dann habe ich alles wieder voll und das ist super. So, ich bin jetzt hier im Norden von Padua auf einem kostenpflichtigen Stellplatz angekommen mit Fähr- und Entsorgung und Strom. Wobei, den Strom hätte ich fast nicht mehr gebraucht, weil der Ladebooster hat plötzlich wieder funktioniert. Aber bin trotzdem hier hingefahren, um mal komplett aufzuladen. Und kostet auch nur 8 Euro die Nacht, also 24 Stunden. Und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was vom Platz. So stehe ich jetzt hier. Es gibt die Plätze hintereinander. So, jetzt geht es hier weiter von
Padua. Ich kann mir leider die Stadt nicht angucken, weil im Moment ist das mit Tommy ein bisschen schwierig. Der dreht im Moment immer am Rad, wenn ich nicht da bin. Länger. Außerdem will ich mich ja heute Mittag mit jemandem treffen. Was den Sprit angeht, der kostet hier im Moment so um 1,85, 86. Ich habe aber auch gestern eine Tankstelle gesehen, da hätte man für 1,78 tanken können, der Liter Diesel. Aber das ist mir zu riskant, weil man hört immer mehr davon, dass gerade bei billigen Tankstellen da Wasser zugemischt wird. Und irgendwann funktioniert der Motor nicht mehr, weil er zu viel Wasser im Tank ist und im Benzin. Und dann muss man den Kraftstofffilter austauschen und vielleicht auch noch andere Maßnahmen nehmen. Ich bin eben bei der Tankstelle vorbeigekommen. Q8, das ist ja eigentlich auch hier im Süden eine ziemlich bekannte Marke. Da hätte ich 1,81 tanken können. Das war aber die einzige Tankstelle. Die weiteren Q8 Tankstellen waren 1,86, 1,85 oder sogar 1,89 habe ich noch gesehen. Auch eine Q8. Das habe ich leider auch irgendwie verpasst. Da fährst du ja nichts an durch Norditalien. Und wer kommt da? Der Ralf von Living to Go. Ja, aber es war abgesprochen. Hi. Ich hab dich von der Straße nicht gesehen, deshalb dachte ich... Nee, das war alles... Wobei, ich habe schon überlegt, ob wir... Warte mal. So, guten Morgen, meine Lieben. Ich bin jetzt hier in Vicenza und habe gestern hier den Ralf getroffen von Living to Go. Schaut mal auf dessen Kanal. Tolle Sachen hat er da. Und wir haben gestern sehr, sehr lange zwischen den Wohnmobilen gesessen und gequatscht. Sind abends hier in der Nähe in einem Restaurant essen gegangen. War also wirklich ein sehr, sehr netter Nachmittag und Abend. Und ich zeige jetzt noch ein bisschen, wie wir hier stehen. Der eigentliche Platz ist ganz hinten durch. Da, ich weiß nicht, ob man das sieht, hinter dem roten Wagen, der da steht, ist eine Ecke. Da sind, ja, ist aber nicht gekennzeichnet als Wohnmobilplatz. Und deswegen haben wir uns hier vorne hingestellt, ist abseits von den vielen italienischen Wohnmobilen. Und ein bisschen freier und ein bisschen unter Baum, ein bisschen grüner. Und ja, insofern nicht ganz ruhig, weil hier oben ist direkt eine Bahnlinie. Aber da war nachts, soweit ich das mitgekriegt habe, nichts los. Also konnte man ganz gut schlafen. Und hier ist der eigentliche, der normale Parkplatz. Der ist riesengroß. Und dahinter ist das Hotel, wo das Restaurant unten drin ist, wo wir gestern essen waren. War sehr, sehr lecker. Und auch reichlich. Also mit Vorspeise und Nachtisch. Vorspeise hätten wir uns sparen können, weil die hätte alleine schon als Hauptgang gereicht. Es waren so ganz viele verschiedene Sorten an Schinken und Ballen Mozzarella-Käse. Aber sehr lecker. Ja, und Tommy hat gerade gefrühstückt. Der einzige Nachteil, der den Platz hat für Hunde. Hier liegen unheimlich viel so irgendwelche Knochen rum von Leuten, die hier irgendwas entweder gegessen und Knochen weggeschmissen haben, oder der hat andauernd, hat er irgendeinen Knochen aufgesammelt. Und der soll ja nichts vom Boden nehmen, aber das kapiert er nicht.
Der schnappt sich das dann und ehe man dann gucken kann, hat das im Maul und ist immer schwierig wieder abzunehmen. Aber gut. Heute werde ich dann wahrscheinlich noch zurück nach Padua fahren, mein Video zu Ende schneiden. So, da sind wir dann. Seht ihr mich wieder? Und morgen mir dann ein bisschen Padua angucken, wenn ich da einen Parkplatz finde, weil vom Stellplatz aus in Padua in die Stadt ist ein bisschen sehr weit. Da ist zwar so eine Art Bahnlinie, aber das weiß ich nicht, wie man dann da von da aus in die Stadt kommt oder damit in die Stadt kommt. Naja, aber das seht ihr ja dann selber später. Ja, soweit die nächste Episode meiner Südeuropa-Reise Überwinterung in Südeuropa. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen oder auch zwei. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, ans Abo denken und die Glocke aktivieren, wie gesagt, schon öfter, dann bekommt ihr immer Informationen über neue Videos, die ich rausbringe. Ich sage dann für jetzt Tschüss, euer Thomas von Falter Vanlife. Tschüss!